Herzlich willkommen in GIS Steiermark. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie zum digitalen Atlas kommen und welche Gebiete er unterteilt ist. Hierzu gehen wir bitte auf die Homepage www.landesentwicklung.steiermark.at. Anschließend sehen Sie diese Seite hier und hier wählen wir bitte den digitalen Atlas aus. Anschließend befinden wir uns auf der Seite des digitalen Atlas der Steiermark und auch hier kommen wir weiter. Nun befinden wir uns im Kartencenter. Sie sind auf der Suche nach einer Basiskarte, nach dem Kataster oder suchen Sie eine Fachkarte. Hier werden Sie fündig. Unter Karten suchen können wir Stichwörter benutzen, um zur gewünschten Karte zu gelangen. Wie zum Beispiel suchen Sie Überflutungsflächen. Mit Überflutung sehen Sie hier im Bereich Naturgefahren gibt es eine Gewässer- und Wasserinformationskarte, die die Hochwasserüberflutungsflächen beinhaltet. Sind Sie auf der Suche nach einem Flächenwidmungsplan, finden Sie ihn auch hier im Thema Planung und Kataster. Da dies aber eine Schulung ist, starten wir mit der Basiskarte. Nun befinden wir uns in der Basiskarte des digitalen Atlas. Nur kurz zum Aufbau. Hier haben wir das Rautensymbol, welches wir auch intern als das schwarze Ildefonso bezeichnen. Der Darstellungsbereich beinhaltet auch Inhalte zum Filtern. Das bedeutet, haben Sie einen Dienst hinzugeladen und suchen Sie ein gewisses Thema, können Sie auch hier suchen, wie vorhin auch. Wir suchen Grundstücke. Wir sehen, sie befinden sich im Thema Kataster und können hier aktiviert werden. Mit einem X können wir den Filter wieder löschen. Hier finden Sie die Hintergründe. Sie wollen den Hintergrund wechseln, das ist kein Problem. Wir wechseln von den Ortofotos auf den Ortsplan. Wir können auch zur Schummerung wechseln. Darunter befindet sich auch der Ortsplan und die amtliche Karte ÖK. Unter Beschriftung und Aufdruck können wir die Beschriftung und den Aufdruck ein- und ausschalten. Auch die Deckkraft können wir hier bestimmen. Auf der linken Seite befinden sich die Container. Jeder einzelne Container enthält Darstellungsgruppierungen, die wir auch ein- und ausschalten können. Ist der Bereich ausgegraut, bedeutet das, dass in dieser Maßstabsebene nicht zur Verfügung steht. Bitte zoomen Sie weiter hinein, um diesen Datensatz zu sehen. Mit Alles einschalten können wir jedes einzelne Thema einschalten und mit Darstellung löschen, löschen wir das Thema des einzelnen Dienstes, in diesem Fall Orientierung. Wenn Sie mit der Maus über die Karte gleiten, sehen Sie links unten die derzeitigen Koordinaten, in diesem Fall UTM-Koordinaten. Der Maßstab ist auch hier auszuwählen. Navigieren können Sie mit der linken Maustaste. Hier verschieben Sie den Ausschnitt in die gewünschte Richtung. Mit dem Mausrad können Sie hinein und hinauszoomen. Zu der Werkzeugbox kommen wir noch später in einem anderen Video. Hier ist der Kartenbereich, in dem wir navigieren können. Mit einem Klick hier unten auf Digital Atlas GIS Steiermark kommen Sie zurück auf die Homepage und können hier unter Aktuelle schauen, was es so Neues gibt. Rechts oben befindet sich die Schnellsuche. Sie suchen schnell eine Adresse, kein Problem, wir finden sie. Wo befindet sich das GIS Steiermark? In der Traubmannsdorfgasse 2 in Graz. Sie sehen, wir sind bereits da. Sollten Sie genauere Suchen vornehmen wollen, können Sie das hier mit dem Fernglas-Symbol. Hier kommen Sie zur Detailsuche. In der Detailsuche können Sie oben die Kategorie auswählen, sprich den Dienst, in dem Sie suchen wollen, und hier das einzelne Thema. So wie hier die Adresse. Innerhalb der Adressen können wir jetzt nach Ort, Straßen und Hausnummern suchen. Sollten wir auf der Suche nach einem Grundstück sein, finden wir das hier
mit Katastralgemeindenamen oder Nummer und der Grundstücksnummer. Gleich daneben befindet sich unser Burger-Symbol, wie wir es intern nennen. Hier können Sie zu anderen Karten wechseln oder auch in den Dark Mode umschalten. Nun kommen wir zur zweiten Darstellungsebene. Hier mit einem Klick auf das schwarze Ildefonso kommen wir wieder zurück zur Hauptansicht. Und nun zur Legende bzw. zum Themenbaum. Der Themenbaum ist unterteilt in Dienste, die Themen darunter und die einzelnen Unterpunkte. Sollten Sie noch einen Dienst benötigen, können Sie diesen auch nachträglich hinzuladen, hier mit Dienste suchen und hinzufügen. Auch hier oben gibt es die Filterfunktion im Suchfeld. Wir suchen nach einer Flächenwidmungsplan, wir geben ihn ein und wir erhalten den Dienst Flächenwidmung vorgeschlagen. Hier können wir auch die Filter wieder entfernen. Sie können auch händisch danach suchen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Dienst wird dieser automatisch links hinzugefügt und kann ab sofort verwendet werden. Die Anordnung der Dienste hier erfolgt nach ISO 19015 für Geodaten und ist in einzelne Themenkategorien sortiert. Abschließend möchte ich noch etwas zu den Abfragen sagen. Alle eingeschalteten Themen der linken Seite können jederzeit abgefragt werden mit einem einfachen Linksklick in die Karte. Wie zum Beispiel Grundstücke neu. Das Grundstück haben wir hier abgefragt mit einem einfachen Klick. Sollten Sie nur bestimmte Themen abfragen wollen, ohne dass diese sichtbar sind, können Sie dies im Menü Abfragen unter Identifizieren tun. Hier können Sie abfragen nach einem einfachen Klick im Punktsystem mit einem aufgezogenen Polygon in einem Umkreis mit einer Linie oder einer selbstgezeichneten Fläche. Auch hier können Sie die Kategorie und die sichtbaren Themen zum Abfragen wählen. Damit verabschiede ich mich von unserem ersten Schulungsvideo. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin ein entspanntes Arbeiten mit dem digitalen Atlas des GIS Steiermark.